Hallo an alle Zuschauer und willkommen zu dieser neuen Sendung. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland denkt anscheinend wirklich, er käme ohne jede Reform davon, er müsse sich Kritiker nicht stellen. Man hat nun eine ganz neue Taktik. Man bekämpft Kritiker wirklich extrem offensiv und man lässt gar nicht mehr zu, dass gewisse Kritik überhaupt geäußert wird. Wenn ihr dieses Video hier seht, dann seht ihr schon etwas, wo die ARD gar nicht will, dass ihr es seht. Deswegen bleibt unbedingt dran bei diesem wichtigen Beitrag. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland, der präsentiert sich ja ganz klar. Wir sind sozusagen diejenigen, die für den Erhalt der Demokratie sorgen. Eine Nummer darunter geht es nicht. Und deswegen ist ja dieser Rundfunkbeitragszwang etwas nahezu Heiliges in diesem Land. Der Rundfunkbeitrag darf einfach nicht in Frage gestellt werden. Die etablierten Parteien, die weigern sich wirklich, das zu tun. Aber dennoch muss man wirklich neutral feststellen, über die Jahre hinweg gab es immer mehr Kritik am Rundfunkbeitrag, noch immer größere Skandale. Das war zum Beispiel damals so bei dem Umweltsau-Song vom WDR, dieser Kinderchor damals, oder auch wegen der Personalie Jan Böhmermann. Da hat man immer wieder gesehen, dass der Rundfunk mittlerweile wirklich keine neutrale Berichterstattung mehr ist, sondern schon wirklich sehr einseitig Propaganda in eine politische Richtung gemacht wird. Und das lassen sich sehr viele Menschen halt nicht mehr bieten, das muss man ganz klar sagen. Sehr viele Menschen sind nicht mehr daran interessiert, so einen Rundfunk zu konsumieren, geschweige denn zu finanzieren. Und da gibt es natürlich Menschen, die sagen, ich zahle diesen Beitrag einfach nicht mehr, ich habe ja schließlich auch kein Abo beim Rundfunk abgeschlossen. Und man kann sagen, okay, wie man jetzt mit der Debatte um den Rundfunk umgeht, das ist das eine. Aber dass man Menschen wirklich ins Gefängnis steckt, wenn sie diesen Beitrag nicht zahlen, auch gerade was die Verhältnismäßigkeit angeht, ab wann man in Deutschland eigentlich ins Gefängnis geht, wegen was und wegen was nicht, das ist schon wirklich sehr erschreckend. Wir müssen heute über einen Fall sprechen, der es in den großen Medien wirklich bisher noch gar nicht so in das große Rampenlicht geschafft hat, wo es erst jetzt die ersten Berichte darüber gab. Und dieser Fall, der hat es wirklich in sich, weil da sitzt wirklich ein Mann im Gefängnis, weil er den Rundfunkbeitrag nicht gezahlt hat. Und wir lesen einfach mal rein hier, Quelle Focus. Da heißt es, es geht um 651 Euro. Weil Georg Thiel keinen Rundfunkbeitrag zahlt, sitzt er im Knast. Da er sich weigert, Rundfunkbeiträge zu zahlen, sitzt Georg Thiel seit gut 3 Monaten hinter Gittern. Es geht um 651,35 €, die er dem WDR schuldet. Während ihn die einen für seine Courage feiern, werfen andere vor, den Rechtsstaat zu verachten. WDR bleibt standhaft. Thiel war im Hungerstreik. Der WDR hingegen bleibt im aktuellen Fall um den 53-jährigen Thiel weiter standhaft. Auch der WDR findet es sehr bedauerlich, wenn es zu einer Erzwingungshaft im Zusammenhang mit dem Rundfunkbeitrag kommen muss. So, hierbei muss man eine Sache ganz klar feststellen. Der WDR ist also ganz klar in Kenntnis darüber, dass dieser Mann wegen dem Sender im Gefängnis ist, weil er diesen Beitrag nicht zahlt. Wir müssen einfach mal die Fakten checken. Wir haben hier einen Mann, der einige 100 Euro sozusagen GEZ-Schulden hat. Deswegen sitzt dieser Mann nun im Gefängnis und es ist praktisch so. Der WDR argumentiert hier an dieser Stelle, der gehört übrigens zur ARD, das an die Stelle auch mal gesagt, also der verantwortliche Intendant sollte da ja bekannt sein und da muss man sagen, hier ist ganz klar der WDR bzw. die ARD in der Verantwortung, die Verhältnismäßigkeit wiederherzustellen. Denn nochmal, dieser Mann, der sitzt wegen wenigen 100 Euro Schulden, Rundfunkschulden, wirklich im Gefängnis und man könnte jederzeit diese Haft auflösen. Also es hieß ja vor ein paar Jahren schon mal, eigentlich muss in Deutschland wegen dem Rundfunkbeitrag niemand mehr hinter Gittern sitzen. Aber das ist jetzt definitiv nicht so. Heute geht man anscheinend wegen der GEZ wieder ins Gefängnis in Deutschland 2021. In dieser Analyse bleibt ein Satz anzumerken, den ihr euch bitte einprägen solltet, weil der ist sehr wichtig. In diesem Fall kann die ARD nur verlieren. Das ist ganz wichtig einzuprägen. Ihr werdet am Ende dieses Videos wissen, warum. Denn tatsächlich ist es ja so, man zieht es hier wirklich extrem krass durch. Man will ein Exempel statuieren. Man sagt also, bestrafe einen, erziehe Tausende. Und genau das, das passiert hier gerade, weil Georg Thiel, der sitzt ja stellvertretend im Gefängnis für alle Menschen, die diesen Beitrag nicht zahlen und die auch in Erwägung ziehen, ihn in Zukunft nicht mehr zu zahlen. Und die Argumentation, die hier eben von den Öffentlich-Rechtlichen aufgefahren wird, die ist sehr interessant und auch sehr heuchlerisch, wenn man mich fragt. Denn ganz ehrlich, die journalistische Anmerkung von meiner Seite hier an dieser
Stelle muss ganz klar sein, natürlich kann man hier auf geltendem Recht pochen und sagen, ja, er muss diese Beiträge wie jeder andere auch entrichten. Aber diesen Mann wirklich ins Gefängnis zu stecken, jetzt kommt's, weil er keine Vermögensauskunft erteilen möchte, das ist schon wirklich sehr aberwitzig, weil das passiert in der Regel, da muss man sich den Prozess mal sozusagen verinnerlichen, wenn jemand irgendwo Schulden hat bzw. eine Dienstleistung nicht bezahlt. Und da muss man sagen, was denn für eine Dienstleistung? Also moralisch richtig ist es zum Beispiel, wenn jemand einen Handwerker beauftragt und ihn dann um seinen Lohn prellt, dass der sich diesen Lohn holen will. Aber nochmal, ARD und ZDF ist ja keine Dienstleistung, die irgendjemand in Auftrag gegeben hat. Wenn dieser Mann sagt, er konsumiert es gar nicht, er möchte das gar nicht sehen, er kann es nicht abbestellen, dann kann man das doch gar nicht so handhaben, zumindest moralisch nicht. Aber klar, die ARD, die pocht hier auf diesem Rechtlichen, die sagt ganz klar, das muss so sein und sie scheut nicht davor, diesen Mann wirklich ins Gefängnis zu schicken, nur damit sie eben an sein Vermögen rankommt, damit sie da praktisch eine Vollziehung, eine Vollstreckung machen kann. Und nochmal zum Vergleich, wir haben hier in Deutschland Fälle, zum Beispiel Christoph Metzelder, Verbreitung von kinderpornografischem Material, da gab es eine Bewährungsstrafe, also der Mann ist nicht im Gefängnis, aber dieser Georg Thiel, der ist jetzt wirklich seit über 3 Monaten im Gefängnis, nur weil ein paar hundert Euro Rundfunkbeitrag, den er gar nicht anschauen möchte, den er gar nicht haben möchte, nicht bezahlt. Wie skurril und wie krass ist eigentlich das? Und es wird noch viel schlimmer. Denn die Fakten, die erdrücken die Öffentlich-Rechtlichen in diesem Fall wirklich sehr krass. Denn es wird ja so dargestellt, es wäre ja eine Schande für die Solidargemeinschaft, wenn man diesen einen bösen Beitragsnichtzahler davonkommen lassen würde. Nun, checken wir doch einfach mal die Fakten, was es wirklich mit der Solidargemeinschaft der GEZ-Zahler auf sich hat. Hier heißt es nämlich in der Bild-Zeitung, den öffentlich-rechtlichen Sender kommt die Inhaftierung übrigens teuer zu stehen. Der WDR muss die Gefängniskosten bislang bereits 14.378 Euro aus eigenen Mitteln, sprich Gebührengeldern, vorstrecken. Die GEZ-Schulden von Georg Thiel 1.827 Euro. Also muss ganz klar sagen, die GEZ-Schulden von diesem Mann, die häufen sich und er kommt hier, wie gesagt, dann auf diesen Betrag und man muss sagen, egal wie weit die sich häufen, es ist jetzt schon absehbar, dass die Haftkosten viel höher sein werden. Also es ist ein richtiges Eigentor. Man verschwendet praktisch Gebührenzahlergelden hier in hohem Maß und man kann sagen, diese Verschwendung von Gebührenzahlergelder, die ist wirklich richtig schlimm, die ist ein Schlag ins Gesicht für uns alle und sie entlarvt vor allem auch die Öffentlich-Rechtlichen, weil die sagen ja ganz klar, es ginge um die Solidargemeinschaft, aber eben jene, die wird ja geschädigt und das entlarvt eben auch, worum es wirklich geht. Es geht darum zu demonstrieren, wir haben die Macht, wirklich jeden ins Gefängnis zu schicken, wenn er nicht zahlt, damit die Menschen sich eben nicht trauen, nicht zu zahlen und das ist auch ganz wichtig. Natürlich ist es rechtlich so, das ist ja im Rundfunkstaatsvertrag so geregelt, dass dieser Beitrag zu entrichten ist, rein rechtlich gesehen. Aber man könnte jetzt natürlich in einer öffentlichen Debatte darüber streiten, wie man mit Menschen umgeht, die wirklich aus Gewissensgründen sagen, ich möchte diesen Beitrag nicht zahlen, er steht politisch für etwas, was ich nicht unterstützen kann. Und es ist ja wie mit Fridays for Future. Die haben ja auch die Schule geschwänzt, obwohl es ja Schulpflicht gibt, weil sie ganz klar gesagt haben, es geht hier um die Protestform an sich. Und da sprechen dann ja alle von zivilem Ungehorsam. Beim ARD und ZDF allerdings, da gibt es anscheinend keinen zivilen Ungehorsam. Da muss man natürlich gleich ins Gefängnis, wenn man sich dagegen wehrt. Zur Verhältnismäßigkeit. Wir haben es ja diversen Medienberichten entnommen. Das sind hier teilweise unterschiedliche Zahlen. Aber eine Sache kann man festhalten. Georg Thiel hat jetzt keine Millionenschulden beim Rundfunk. Also es geht nicht um einen großflächig angelegten Betrug. Und es geht nicht um eine Summe, wo man sagen muss, okay, da muss man einen Menschen schon wirklich ins Gefängnis stecken. Das ist irgendwie ganz schlimm. Das sind irgendwie ganz schlimme Schulden. Es wird irgendjemand wirklich stark geschädigt. Das ist nicht der Fall. Und berechtigterweise, muss man sagen, empört dieser Fall ganz Deutschland. Jetzt kommen wir zum wichtigsten Aspekt dieses Videos. Die ARD versucht alles, damit dieser Fall nicht hochgekocht wird, beziehungsweise damit der nicht viel Reichweite bekommt. Denn ihr kennt ja sicherlich die Sendung vom Herr Domian, das ist ein bekannter Moderator vom WDR, wie gesagt, gehört auch zum ARD dazu, der WDR, das heißt, die Haftung ist hier ganz klar. Und da muss man sagen, dieser Moderator, der wirbt immer damit, man kann in seiner Show anrufen mit allem, was einen beschäftigt, also gesellschaftlich relevante Themen, die man debattieren möchte, persönliche Schicksalsschläge, dafür ist eben diese Show da. Und ich möchte diesen Moderator auch gar nicht so krass kritisieren, so schlecht ist es gar nicht, was er macht. Aber hier hat er wirklich etwas gemacht, wo man sagen muss, das ist moralisch schon sehr fragwürdig und das zeigt eigentlich, wie weit es mit den Öffentlich-Rechtlichen schon gekommen ist. Da hat nämlich ein Herr angerufen und wollte über Georg Thiel reden, beziehungsweise, dass er eben aufgrund der Rundfunksender im Gefängnis sitzt.
Und dann hat der Herr Domian, der Moderator vom Rundfunk, eben ganz klar gesagt, er hätte hier einen Knopf im Ohr und da würde ihm jemand sagen aus der Redaktion, dieses Thema wäre nicht erwünscht, weil der Anrufer hätte ja vorgegeben, eigentlich über was anderes hätte reden zu wollen. Und da hat er ihn weggedrückt. Nur nochmal zu den Fakten, ich habe mir das Ganze auch wirklich selbst angeschaut. Tatsächlich hat dieser Anrufer gesagt, er hatte es davor schon mehrfach probiert, in der Sendung durchzukommen, das ist ganz wichtig anzumerken, mit dem Hauptanliegen, mit Georg Thiel, kam aber nicht durch. Und erst als er dann sagt, es geht eigentlich um was anderes und dann in der Sendung heimlich sozusagen mit Georg Thiel, mit dem Thema ankam, dann wurde er wieder aus der Leitung rausgeschmissen. Also man sieht ganz klar, bei den Öffentlich-Rechtlichen, da möchte man stillschweigen zu diesem Fall. Man möchte nicht, dass eine kritische Frage da irgendwie durchkommt. Und warum? Das ist offensichtlich, weil es, wie gesagt, eine Schande für den Rundfunk ist, dass da wirklich ein armer Mann im Gefängnis sitzt, der nur weil er halt aus Überzeugung sagt, er möchte das nicht zwangsweise finanzieren. Mir geht es vor allem darum, in diesem journalistischen Beitrag an dieser Stelle auch ganz klar anzumerken, es ist vollkommen egal, wie man zum Rundfunkbeitrag steht. Man kann eben offensichtliche Fakten nicht ignorieren und die sind zum Beispiel auch, dass die Kritik am Rundfunkbeitrag wirklich auch schon von wissenschaftlicher Seite kam, dass wirklich schon nachgewiesen wurde, dass sich dieses Angebot wirklich größtenteils an Menschen mit linkem und grünem Gedankengut richtet, dass da andere wirklich komplett vernachlässigt werden und sogar in der Neuen Züricher Zeitung, die ja sehr renommiert ist, kam jetzt ein Beitrag, wo eigentlich ganz nüchtern festgestellt wurde, dass es eine regelrechte Indoktrination zum Beispiel der Jugend von eben Instagram-Kanälen, von den Rundfunksendern, wo da wirklich nur linke Themen, nur Themen wie zum Beispiel irgendwas mit Feminismus, irgendwas mit Gender, irgendwas mit Klima, das wird da verbreitet, natürlich mit einer sehr einseitigen Haltung dazu. Und es ist schon verständlich, dass nicht jeder Bürger das zahlen will. Es ist schon verständlich, dass Menschen, die kein Abonnement abgeschlossen haben, die nicht irgendwie gesagt haben, ich möchte das sehen, dass die auch nicht daran interessiert sind, diesen Beitrag zu entrichten. Und klar kann man sagen, bis diese Frage politisch wirklich geklärt ist, muss natürlich jeder diesen Beitrag rein rechtlich zahlen. Aber was komplett unverhältnismäßig ist und man wirklich sieht, man möchte eine Debatte an sich verhindern, ist, dass man hier A, einen Mann einsperrt und B, noch verhindert, dass in der Öffentlichkeit, also bei den Rundfunksendern, konfrontativ darüber gesprochen wird. Also man will das so machen, man will die Menschen einschüchtern, aber man will sich eben nicht dem Echo stellen und das ist wirklich billig. Und deswegen meine Bitte an euch, teilt wirklich diesen Beitrag überall, weil wie ich im Titel schon sagte, die ARD möchte nicht, dass wir über diesen Fall sprechen. Die ARD möchte nicht, dass die Menschen wissen, dass jemand wegen ihnen in Haft sitzt. Und deswegen sage ich auch wirklich, teilt diesen Beitrag, damit noch viel mehr Menschen das Wissen darüber sprechen und sich endlich etwas ändern wird. Ja, es gibt natürlich Journalisten in diesem Land, die haben es leicht. Die arbeiten einfach bei ARD und ZDF, kriegen da praktisch immer die besten Sendezeiten und werden so oder so zwangsfinanziert, ganz egal, was sie senden, ganz egal, was die Leute von ihrem Journalismus halten. Und deswegen bin ich ja auch selber Rundfunkbeitragsgegner, weil ich das eben nicht richtig finde, dass egal, was Menschen eben von einem Produkt halten, dafür zahlen müssen. Bei mir auf dem Kanal hier ist es natürlich ganz anders, das wisst ihr auch. Mein Journalismus, den gibt es nur, weil meine Zuschauer ihn auch gut finden, weil sie ihn auch freiwillig unterstützen wollen. Und die Möglichkeit, wie ihr meine Arbeit unterstützen könnt, die blende ich euch hier auch im Video ein. Und sie sind auch im obersten Kommentar unter diesem Video verlinkt. Ich danke wirklich von ganzem Herzen allen Menschen, die meine journalistische Arbeit freiwillig finanziell unterstützen, weil ohne euch gäbe es diesen ganzen Kanal nicht und diese Gegenstimme zum Öffentlich-Rechtlichen zum Beispiel, aber auch zu vielen anderen politischen Themen, die gäbe es so in dieser Form auch nicht. Deswegen danke von ganzem Herzen an alle Förderer meiner Arbeit. Ich habe noch eine letzte Bitte an euch. Ich sehe, dass sehr viele Menschen meine Videos regelmäßig anschauen und diese auch gut finden, immer positiv bewerten, kommentieren und ich freue mich doch immer sehr. Aber wie ihr mir wirklich sehr helfen könnt, dass diese Videos sich auch weiter verbreiten, dass noch mehr Menschen diesen Kanal sehen, das ist folgendes. Abonniert einfach jetzt völlig kostenfrei diesen Kanal und aktiviert die Glocke, eine Funktion von YouTube, dann werdet ihr nämlich auch immer benachrichtigt, wenn ein neues Video rauskommt. Ich möchte nämlich, dass diese Videos noch von viel mehr Menschen gesehen werden, die vielleicht jetzt noch gar nicht so denken wie wir, die diese Meinung noch gar nicht haben, aber die wirklich mit Fakten konfrontiert werden, die mit kritischem Journalismus konfrontiert werden und dann umdenken. Das ist mein Ziel und ich finde, darum sollte es gehen. Bis zum nächsten Video, Leute. Ich freue mich auf euch. Ciao.